Die Headliners-Promo ist draußen, die Karten sehen mega geil aus und in dem Video erfährst du, wie die Upgrades dieser dynamischen Karten funktionieren. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA-Trading-Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigungen anmachst und überhaupt keine Trading-Tipps mehr verpasst. Headliners-Promo ist gestartet. Und es wird zwei Headliners-Team geben. Hier siehst du das erste Team und das hat schon richtig, richtig geile Highlights angeführt. Vom 94er Neymar, 93er Lewandowski, Salah ist mit dabei, Alex Tejes ist mit dabei und ihr seht Mertens zum Beispiel auch. Also richtig, richtig starke Karten. Jede Headliner-Karte hat ein Rating besser als die höchste Karte im Spiel. Das habe ich auch in meiner Prediction gesagt, dass ich das erwartet habe. Wenn Lewandowski jetzt ein Inform bekommt, wird die Headliner-Karte ein Overall-Rating besser sein, weil die Headliners immer stay ahead, wie man im Englischen sagt, also immer eine Stufe drüber sein werden, eine Karte besser sein werden und eben dieses Upgrade automatisch bekommen und dann auch immer behalten. Also die sind dynamisch, bekommen das Upgrade und behalten das dann auch. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wie die Headliners noch besser werden, nämlich wenn das Team, also wenn die Bayern zum Beispiel 4 Siege in Folge holen, dann würde Lewandowski immer 2 besser sein als das letzte Inform. Das heißt, wenn dann 93er Inform rauskommen würde, würde er eine 95er Karte haben und eben diesen doppelten Bonus bekommen. Das war auch das, was wir auf dem Startbildschirm immer gesehen haben mit diesem 4 Siegen und diesem Radar, sage ich mal, oder diesem Tacho, der dann einfach dort durchgeschlagen ist und was ja schon viele dann auch vermutet haben, was EA ja auch beispielsweise bei Madden schon so gemacht hat. Nicht vergessen, es gibt auch einen Spieler in den Zielen und das ist Alessandro Player von den Gladbachern. Die Karte sieht ziemlich geil aus, ist natürlich jetzt keine Metakarte, dadurch, dass er eher so ein wuchtiger Stürmer ist als so ein ganz kleiner, schneller Flinker. Aber ich glaube, die Karte ist schon ziemlich, ziemlich geil. Er hatte ja, glaube ich, auch schon 2 Informs mindestens. Das heißt, vielleicht kommt er ja noch welche, auch wenn ich persönlich glaube, Gladbach wird nicht so gut sein. Ihr braucht 2 Kopfballtore, was sehr, sehr lächerlich ist von EA, weil sie doch genau wissen, dass Kopfballtore eigentlich überhaupt nicht stattfinden. Immerhin nur in Squad Battles. Ihr braucht 5 Tore per Steilpass vorbereitet. Ihr braucht über den alten 4 Rivals-Siege mit Bundesliga und League 1-Spielern. Da kriegt ihr noch einen Hunter, was natürlich auch ziemlich cool ist. Und Torjäger 4-mal mindestens 2 Tore mit Franzosen. Ich glaube, das geht eigentlich ziemlich klar für die Karte. Nächste Woche kommt das neue Team und auch ein neuer Zielspieler gehe ich an. Und sie haben auch gesagt, dass im Laufe der Promo immer wieder SBCs kommen. Und da wartet ja schon Adama Traoré auf uns. Auch die Karte hatten wir ja in der Prediction drin und ja, das Tempo ist natürlich krank, aber ich glaube, er hat nur 2 Sterne schwacher Fuß, das muss man bedenken. Viele haben wahrscheinlich durch die Upgrade-SBCs während des Team of the Year Premier League Spieler beispielsweise, alle im Team, wo man hier einen 84er braucht. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal diesen Grealish gezogen, der dort diesen linken Flügel, der dort die Informkarte hat. Ihr braucht ein spanisches Team, auch wieder einmal Team of the Week und dann braucht ihr noch ein 85er Gesamtteam, auch wieder mit Team of the Week. Ich finde Traoré, das ist natürlich irgendwie eine geile Karte, der Typ ist cool, weiß aber nicht, ob ich ihn mir jetzt holen würde, einfach weil er gar nicht in mein Team passt und auch keine Verbesserung wäre zu Politano oder die Spiele. Aber wenn ihr Bock drauf habt, holt ihn euch, er ist schon cool und auch hier wird es nächste Woche, wenn das neue Team geht, wahrscheinlich die nächste SBC geben. Genauso wie wir jeden Tag wahrscheinlich auch neue Headliner-Challenges für Packs bekommen. Dort wird je nach Anforderung bestimmt mal der ein oder andere Non-Rare-Spieler nochmal teurer werden. Daumen nach oben, wenn du richtig Bock auf die Headliners hast, schreib mir gerne in die Kommentare, wie du die Promo findest. Ob du noch Fragen hast, dann beantworten wir das gemeinsam. Abonnier den Kanal, mach die Benachrichtigung an, denn wie jede Woche starten wir auch nächste Woche durch mit der Top-Partien-SBC-Prediction, damit du mehr Coins machen kannst und spätestens beim zweiten Headliner-Team richtig zuschlagen kannst. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.